Ohne Internet kannst du mittlerweile fast gar nichts mehr machen. Du brauchst ja schon Internet, um heutzutage schon mal Spiele zu spielen, weil du die aktivieren musst. Was machen die Leute, die kein Internet haben? Weil die gibt es ja tatsächlich auch noch in der heutigen Zeit. Man mag es kaum glauben. Aber ohne Internet geht eigentlich gar nichts mehr. Wenn ich mal bedenke, wie das früher angefangen hat. Ich habe das ja voll und ganz miterlebt, als ich ja noch Kind war. Da ging das damals mit diesen Analogmodems los. Also die haben, wenn du richtig hingehört hast, hast du es auch gehört. So ganz leicht. Also so wie ein Fax eigentlich macht. Diese Quietschgeräusche, die ein Fax halt auch macht. Das hat halt dieses Modem auch gemacht. Und dann kam ja irgendwann das ISDN-Modem raus. Und das war dann ja schon mal ein bisschen schneller. Aber 56K. Das heißt also 56 Kilobits. Das sind 56.000 Bytes die Sekunde. Das ist quasi das, wenn du kein Datenvolumen mehr hast für dein Handy. Diese Schnelligkeit war das früher. Und heutzutage, wenn du so eine Schnelligkeit hast und eine Internetseite aufrufst, da braucht das schon mal ein paar Minuten, dadurch, dass ja tausende von Werbebanner aufgehen und was da nicht alles im Hintergrund aufgeht. Bilder, Layouts, das ist ja gar nicht mehr dafür gemacht. Früher die Internetseiten waren ja auch viel, viel einfacher gemacht. Und da gab es noch wenig Werbeeinblendungen, beziehungsweise die Werbeeinblendungen, das waren Texte. Weil so richtige Bilder konntest du ja noch nicht richtig laden. Und das ging ja erst im DSL-Zeitalter los, wo du dann 1 MB die Sekunde gekriegt hast. Ich wollte schon Minute sagen. 1 MB die Sekunde. Und dann wurde es immer schneller und dann gab es die ersten Flatrates auch. Das allererste Internet, das war ja noch richtig kostspielig. Dieses Thema habe ich irgendwie schon bei Minecraft angekratzt, aber hier kann ich das auch nochmal erzählen. Da hat 1 MB, ich glaube, 10 Cent gekostet. Warte mal, 10 Cent gab es da noch nicht, da gab es noch Euro. Mark gab es da noch, 10 Pfennig. Leider weiß ich darüber zu wenig, weil ich war noch relativ klein zu dem Zeitpunkt. Aber Internet hat noch relativ viel gekostet. Ich müsste mir mal so alte Abrechnungen raussuchen. Die haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Aber das ist krass. Und heute? Bezahlst du im Monat, sagen wir mal, 40 Euro. Und hast eine Flatrate. Und hast überhaupt kein Datenvolumen. Ja, wobei, wenn du einen Billiganbieter nimmst. Es gibt ja bei 1&1 so eine ganz abgespeckte Version für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Hast du dann aber auch, glaube ich, nur 50 Gigabyte. Das wird dann also irgendwann gedrosselt. Aber 50 Gigabyte, Alter, das ist gar nichts. Oder 100 Gigabyte. Aber da kannst du vielleicht mal so, ich sag mal so, ein paar YouTube-Videos, es reichen wahrscheinlich 4 Stück aus, um das Datenvolumen schon zu überschreiten. Dann hast du erstmal den Rest des Monats erstmal gedrosseltes also Datengeschwindigkeit. Also quasi das, was du ja fürs Handy auch hast. Das ist schon krass. Aber erstmal eine richtige Internetverbindung heutzutage zu kriegen, das ist ja auch nicht so einfach. Weil es gibt ja noch vieles. In Deutschland ist es ja so eine, naja, wie soll ich sagen, Internetlangsamkeit. Die ist echt schon gewaltig. Es gibt viele Dörfer, die haben noch nicht mal 16.000. Selbst unser, naja, ich nenne es jetzt schon Dorf. Wir haben eigentlich eine Kleinstadt, aber wo ich hier bin, hier haben wir 50.000, weil es nämlich das Industriegebiet ist. Und woanders von der Telekom, also hier im anderen Teil des Ortes, sagen wir mal Innenstadt oder Wohngebiet, da bekommst du maximal 1 MB. Ist schon krass, ne? Oder teilweise auch nur 500 Kilobytes die Sekunde. Und das ist schon, boah, da musst du ja schon zwangsweise Vodafone Kabel Deutschland nehmen, weil die andere Geschwindigkeiten bieten können, aber doch sehr instabil sind.
Das ist auch wieder nur ein Nachteil. Ja, ja. Aber der große Ausbau ist ja jetzt irgendwie in die es ist ja irgendwie eingeleitet worden. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das ausgebaut ist. Die einzigen, die richtig mit Internet glänzen können, ist ja eigentlich Schweden, ne? Also von denen weiß ich es jedenfalls. Die haben einfach mal eine 1-Gigabit-Leitung im Haus liegen. Eine 1-Gigabit-Leitung. Stell dir das mal vor. Da drückst du auf Download. Zack, ist 1 Gigabyte runtergeladen. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil eine Festplatte ist, glaube ich, noch nicht in der... Nein, doch, wenn du eine SSD hast, geht das. Aber wenn du noch eine normale mechanische hast, ist das eigentlich nicht möglich. Ich glaube, die übertragen maximal 100 MB, ne? 100 MB die Sekunde. Also bremst dich quasi nicht das Internet aus, sondern die Festplatte in deinem Computer. Muss ich dir mal vorstellen. Aber das ist natürlich eine richtig gute Datenbandbreite. Da brauchst du dich dann echt nicht mehr beschweren. 1 Gigabyte würde, denke ich mal, ausreichen für jeden Haushalt. Da könntest du mit 10 PCs irgendein YouTube-Video gucken und es würde noch nicht mal auffallen. Oder Steam. Bei Steam ist ja immer das Problem, das bremst ja immer alles aus. Aber ich glaube, Steam hat das Problem, dass es einfach alles andere abschaltet. Dass dann der ganze Download in Steam reingeht und dann schaltet er einfach den Rest ab. Von der Firewall her oder was auch immer. Und dann lädt einfach nichts mehr, weil ich sehe ja manchmal 5 MB Download. Ich hätte eigentlich viel mehr zur Verfügung. Aber wenn ich dann parallel ein YouTube-Video in Full HD habe, das sind ja auch nochmal so 6 MB die Sekunde, dann bin ich ja eigentlich erstmal bei 11 MB die Sekunde, die es eigentlich laden müsste. Aber es bremst immer aus. Trotz 50.000er Leitung hängt es dann. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass Steam das alles ausbremst. Das sieht nämlich bei anderen LAN schon immer ein bisschen anders aus. Wenn du Origin hast oder... Was gibt's denn noch? Von Ubisoft, wie heißt denn das? Egal. Es heißt irgendwie. Wir kommen nur nicht auf den Namen. Da lädt das dann ja trotz allem alles weiter. Das bremst also den Rest nicht aus. Naja. Mal gucken, wie sich das alles noch so entwickelt. Bin sowieso mal gespannt, wie sich das noch mit Virtual Reality entwickelt. Vielleicht gibt es ja hier bald eine Mod für, dass ich dann hier im Trecker, also im Traktor sitzen kann. Und dann kann ich mich hier drinnen richtig umgucken. Ey, das wär's doch mal. Für einen 15er gab es, glaube ich, mal eine Mod. Wenn die hierfür auch rauskommt, dann werde ich mir die auf jeden Fall runterladen. Und dann mit der HTC Vive mal ausprobieren. Aber wie sich das so oder so noch entwickelt mit Virtual Reality. Es ist ja im Moment noch in den Kinderschuhen. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit eigentlich, in der wir gerade leben. Weil jetzt gerade dieses virtuelle Leben, wie man das aus Star Trek kennt, ja jetzt gerade versucht wird umzusetzen. Es gibt sogar einen Teil, das soll richtig Hologramme erzeugen. Ich habe das jedenfalls irgendwo mal gesehen. Das kostet 5.000 Euro oder so. Nur dieses Teil, was die Hologramme erzeugt. Ich glaube, das war mal in irgendeinem Fachzeitschriftenmagazin. Irgendwas war das mal. Da stand das Ding drinne. Aber 5.000 Euro? Oder war das mal in einer Computerbildspiele? Es kann auch sein, dass das da mal drin stand. Die HoloLens ist, glaube ich, noch gar nicht rausgekommen. Die sollte ja eigentlich mit den anderen Brillen rauskommen, aber die brauchen dann noch ein bisschen. Die Frage ist ja, wie die das da hinbekommen haben. Es soll ja das einzige Problem sein, dass das Sichtfeld ziemlich klein ist. Aber sonst soll es wohl sehr gut sein. Weil ich frage mich so oder so, wie das funktionieren soll. Da ist ja ein kleiner Computer quasi drin. Da warten wir mal ab, was damit, was da so für Erfahrungsberichte dann ans Licht kommen.
Fakt ist ja schon mal, dass HTC Vive am besten abgeschnitten hat und die Oculus Rift irgendwie direkt dahinter. Und die PlayStation VR hat ja total versagt. Die hat total versagt, weil die Konsolen dafür nicht ausgelegt sind und es ruckelt wohl anscheinend. Und die Bildqualität ist wohl noch schlimmer als bei den anderen. Und aber mal ganz im Ernst, die Bildqualität, da kommt es mir eigentlich auch gar nicht so richtig drauf an. Ich meine, für die spätere, wenn Version 2.0 rauskommt, da würde ich mir dann schon erwarten, also da würde ich schon erwarten, dass das dann alles richtig in Full HD schon mal ist. Es muss ja noch nicht 4K sein. Es reicht ja schon mal, wenn du eine Full HD Auflösung hast. Wobei, bei dieser Pixelanzahl ist das auch schwierig umzusetzen. Also 4K oder 8K sogar müssen da eigentlich reingepumpt werden, damit es ein klares Sicht und eine klare Sicht da drin möglich ist. Weil im Moment ist das noch so ein bisschen Pixelbrei. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie früher so diese Spiele anfingen, wo du dich frei bewegen konntest. So in dieser alten Klötzchen, also Pixelgrafik. Nennen wir mal ein Beispiel. Was fällt mir denn jetzt mal so spontan ein? Star Trek Next Generation. Ist eigentlich ein blödes Beispiel, das kennen die wenigsten. Oder The Elder Scrolls 1. Ich glaube, das hieß Arena, ne? Ne, das war, glaube ich, Teil 2. Was gab es denn noch? Was hatte ich denn noch so in meinem Schrank? Egal. Jedenfalls müsste das schon als Beispiel reichen. So eine Klötzchen, also Pixelgrafik ist es, wenn man so in die Ferne guckt. Wenn man da direkt vorsteht, dann wirkt alles total glasklar. Aber sobald du dich weiter entfernst, hast du nur noch Pixel. Das ist ja auch das Problem. Es gibt ja da auch so Filme, die auf YouTube ja sind. Und zum Beispiel, da läuft ein Häschen auf dich zu. Wenn du dir das runterlädst als dieses, also mit diesem Bildformat und spielst das darüber ab. Ui. So weit kannst du gar nicht gucken. Wenn da hinten also ein kleines Häschen rumhoppelt, dann erkennst du das erst, wenn es fast vor dir ist. Es ist vielleicht das Einzige, was so ein bisschen problematisch ist. Aber sonst so das ganze Gefühl bei der HTC Vive, was ich da hatte. Ich hatte ja Minecraft mal damit ausprobiert und es wirkt einfach sowas von gigantisch. Wenn du da so eine Klippe hast und du guckst da runter, kriegst du schon mal furchtbare Angst, da runterzufallen. Stehst du unten und guckst hoch, dann denkst du dir einfach, Alter, du stehst hier am Arsch der Welt und das ist total weit oben. Wie soll ich da nur hinkommen, weil es so unerreichbar scheint, weil dieser Effekt einfach so genial rüberkommt. Und bei Minecraft fällt das auch gar nicht so auf mit der Klötzchen-Grafik, weil, also mit diesen Pixeln, weil es besteht ja auch aus Pixeln. Und es soll jetzt auch irgendwie ein Update für die Mod rausgekommen sein, dass man jetzt auch Shader und alles benutzen kann und andere Texturen packst. Das ging nämlich vorher nicht. Da ist nämlich dann der Mod samt Spiel immer abgestürzt, sobald du es gestartet hast. Also bis ins Hauptmenü ist es noch gekommen, aber danach ist es dann einfach abgekackt und dann war es das. Aber das wollten wir ja alle schon mal, irgendwie in dem Spiel mal richtig drinne stehen und dabei sein. Und es ist einfach krass. Ich habe mir auch... Oh, der wächst so langsam schon. Krass, hier wächst schon das Weizen. Warte, das möchte ich mir jetzt aber mal genauer angucken. Wow. Mensch, das ist richtig hochauflösend. Es ist zwar noch nicht komplett in 3D, das wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber es ist natürlich auch schwierig, alles komplett in 3D zu animieren. Aber ich denke mal, irgendwann werden sie das auch noch machen. Vielleicht setzt sich da sogar ein Mod-Entwickler dran. Dann werde ich die Mod auf jeden Fall runterladen, um die Texturen noch ein bisschen zu verfeinern.
Nee, aber so mit dieser Virtual Reality, ich denke mal, das wird sich auf kurz oder lang wird sich das durchsetzen, nur im Moment noch nicht, weil dafür ist die Welt noch nicht bereit, sage ich jetzt mal. Ich habe mir die gekauft, weil mich interessiert sowieso alles, was technisch möglich ist. Und ich wollte schon immer wie bei Star Trek Enterprise im Holodeck stehen. Und so fühlt sich das tatsächlich auch an. Es gibt viele kostenlose Spiele, die man sich dafür auch runterladen kann. Und was mich auch fasziniert hat, war das, wo man so über Plattformen springen muss quasi. Und die dann so durch die Gegend fahren und dann kommen Hindernisse in den Weg und dann musst du denen ausweichen. Und wie du einfach nur Angst hast, so in dieser Plattform zu fallen. Schon alleine dieses Erlebnis ist krass. Oder Autorennen. Project Cars hat ja auch irgendwie dafür geworben, dass das später gehen soll. Und das geht tatsächlich. Und da ist das Gefühl des Autofahrens schon dichter dran. Also wenn du das nur am Monitor hast, ganz normal das Bild, dann fehlen dir ja immer diese Möglichkeit, um die Kurve zu gucken. Und da kannst du dann richtig um die Kurve gucken und kannst richtig einen Punkt anpeilen, wo du hinfahren möchtest. Also du kriegst ein bisschen mehr Fahrgefühl noch da rein. Oder aber, was auch mega krass ist, Elite Dangerous habe ich mir gekauft gehabt, um das mal auszuprobieren im Weltall. Und dieses Gefühl, da in diesem Schiff zu sitzen und außenrum ist alles Weltall. Und dann hast du es noch im... Oh, shit, meine Saatgutmaschine ist leer. Das ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Wollen wir das mal schnell auffüllen? Wo war denn das jetzt? Da unten. Und dann hast du es noch ein bisschen kälter in deinem Raum. Und dann fühlt sich das so an, als ob du da drinnen sitzt. In diesem Raumschiff. Und quasi im Weltall unterwegs bist. Es fühlt sich so echt an. So, wollen wir sie mal wieder auffüllen? So. Oh, einer ist jetzt schon weg. Oh, ich will jetzt aber nicht... Ich will das Saatgut eigentlich noch mehr auffüllen. Vielleicht muss ich nochmal wegfahren. Jetzt hat er jedenfalls den Dünger aufgefüllt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Aber okay. Nee, also es gibt also da schon sehr schöne Sachen. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Oder auch hier mit dem Laserschwert rumzufuchteln. Das habe ich jetzt zwar noch nicht gemacht, aber es gibt da so ein kostenloses Spiel, wo man so, ich nenne jetzt mal so Bälle abwehren muss, die auf dich zufliegen. Das sind mehr so Glaskugeln. Dann gibt es welche, die fliegen schneller auf dich zu. Und dann gibt es auch welche, die so ein bisschen zickzackmäßig auf dich zufliegen. Und welche, die auf dich schießen. Das musst du dann abwehren, wie als ob du ein Laserschwert in der Hand hast. Aber du kannst dieses Schwert dann auch variieren, weil du das dann selber zeichnen kannst quasi. Und ich habe das ausprobiert und ich fand das sowas von genial. Man muss sich das ja eigentlich so vorstellen, es ist wie die Wii von Nintendo. Nur, dass du halt quasi den Monitor auf deiner Nase hast und dich da wie da drinnen fühlst. Und diese Effekte, dass du irgendwo hochgucken musst oder davor stehst, sind schon genial. Dieses The Lab, also das Labor, was da ja kostenlos mit bei ist, von Valve, wo du dann auch in einer Testkammer sein kannst von Portal, da gibt es ja auch eine Testversion. Portal Virtual Reality heißt das, glaube ich. Oder Portal Vive, ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schon mega krass gemacht. Vor allem, dadurch, dass mein Raum ja so klein ist, das wird sich auch irgendwann ändern, dann habe ich einen größeren. Dann nenne ich das Vive-Zimmer oder so. Merkst du manchmal nicht, dass du ja eigentlich um dich rum noch Schränke hast? Es sorgt natürlich dafür,
dass du mal gegen den Schrank läufst. Du hast normalerweise so diese Begrenzung, die siehst du auch, wenn du das auf Anfänger stellst. Aber ich habe die mittlerweile schon auf Profi gestellt. Ich habe also nur noch am Boden die Linien. Und ich habe die in so einem Rotton gemacht, damit die halt nicht so auffällig sind. Weil dieses Blau ist immer so grell gewesen. Und das habe ich dann in so einem Rotton gemacht. Und manchmal merkst du nicht, also das merkst du zu spät, dass der Schrank da im Weg steht. Und dann gehst du dann natürlich mit, kommst du mit dem Controller gegen, wenn du da irgendwas anfassen willst oder dich mal schnell bewegen musst. Aber ich habe noch keine Schrammen irgendwo reingehauen. Und die Controller sehen auch noch wie neu aus. Also so stark war das nicht. Aber es ist schon schön, dass es sowas überhaupt gibt. Meine Güte, ich erzähle hier am laufenden Band. Die Frage ist auch noch, ob euch das überhaupt interessiert, aber ich erzähle es einfach. Man muss ja mal so seine Erfahrungsberichte dazu geben. Ich frage mich ja, ob es schon irgendwie in Entwicklung ist, die Vive 2.0. Es gibt ja jetzt, ich glaube, nächsten Monat oder jetzt Ende diesen Monats, ich bin mir nicht mal ganz sicher, also Oktober, Ende Oktober, Anfang November war das, glaube ich, gesagt worden. Oder war es sogar September? Es soll ja jetzt diese Boards geben, wo du dich richtig einklinken kannst. Da stehst du dann quasi drauf, musst spezielle Schuhe anziehen und dann kannst du da richtig drauf laufen. Und dann mit der Brille auf der Nase. Das heißt also, wenn du dann sowas wie, nennen wir jetzt mein aktuelles Spiel gerade, Battlefield 1. Wenn du das zum Beispiel richtig spielen willst, setzt du dir diese Brille auf und dann befindest du dich auf dieser Platte. Und dann musst du dich natürlich bewegen, ne? Also du musst da richtig drauf laufen, damit du dich auch fortbewegen kannst. Ich stelle mir das so genial vor. Also vor allen Dingen für Shooter. Jetzt stell dir mal DayZ vor. Weil da kannst du ja Kilometer laufen. Stell dir mal DayZ vor. Mit Vive auf der Nase und dann auf dieser Platte, wo du laufen musst. Da musst du nie wieder raus. Aber ich würde dir trotzdem vorschlagen, irgendwie das Fenster aufzumachen, damit du mal ein bisschen Frischluft kriegst. Aber das ist ja schon mega krass. Boah, ich habe hier überall Lücken gelassen. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Hat das geklappt? Ja, es hat geklappt. Mensch, wir haben alle unsere Felder bestellt, ne? Halleluja. Und ich habe hier am laufenden Band gequatscht. Ich habe schon so langsam ein Pappmaul auch. Wobei ich was getrunken habe, nebenbei. Ich nehme jetzt auch schon an, also eine Stunde 45 auf. Fast zwei Stunden. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, zwei Stunden komplett aufzunehmen. Also ich werde es schaffen. Kann ich da unten reinfahren? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Kann ich die Garage öffnen? Oh, das wäre jetzt so cool, wenn da unten so eine riesen Garage wäre, wo du dann deine Traktoren reinstellen kannst. Aber das geht leider nicht. Mensch, rückwärts ist es ganz schön langsam.